Willkommen zurück zum Gamestest, heute mit Sonic the Hedgehog Spinball. Und bevor wir ins Detail gehen, schauen wir uns die Story in einer Zwischensequenz an. So wie das Anno 1993 aussah, Sonic und Tails mit dem Tornado auf dem Weg zu Eggmans Geheimbasis und sie werden getroffen. Sonic versinkt in den unendlichen Tiefen des Meeres. Wo wird er landen? Das war für damals schon recht spektakulär. Ein kurzer Blick in die Option mit der viel zu lauten Musik. Achtung! Schon extrem, oder? Wir haben uns damit ziemlich erschrocken. Weg hier! Gut, dann können wir ja anfangen. Und ich werde noch einige Details zum Spiel preisgeben. Es ist ein Pinball-Spiel. Hier können wir uns noch ganz normal bewegen. Links und rechts. Und sogar das Spin-Dash geht. Aber jetzt geht's los. Es ist ein Spinball. Ein Spinball, ja, genau, ganz richtig. Wow! In den Rachen. Oder so ähnlich. Ein souveräner Start. Das Spiel ist für das Sega Mega Drive und war erst das dritte Sonic-Spiel. Wenn man Sonic Arise nicht mit einrechnet, das war ja nicht wirklich ein Spiel. Nach Sonic 1 und Sonic 2. Und dessen Game Gear und Master System Ablegern, klar. Das erste Spin-Off mit einem Spin-Dash. Ja, und nach Sonic 1 und 2 hatte man gemerkt, oh, Sonic verkauft sich, da machen wir doch mal ein paar mehr Spiele. Und dann kam 1993 so ein bisschen die Sonic-Flut und auch 1995. Und aus der ersten Flut von Sonic-Spielen entstand auch dieses Werk. Ich muss mich gerade wieder reinfinden, das ist ein bisschen sehr seltsam. Da kommen auch ein paar Gegner und. Wir müssen... Keine Ahnung, was ich da andauernd schaffe. Achtung! Springen! Wir müssen da links auch mal hoch. Nein, nicht ganz. Way to go, Sonic! Das Spiel hat sage und schreibe 4 Level. Vielleicht packen wir ja den ersten. Aber es sieht momentan nicht danach aus. Also auf der rechten Seite haben wir das schon aktiviert. Jetzt müssen wir nach links. Das Spiel ist auch erschienen für Sega Master System und Sega Game Gear. So wie die ganzen Game Gear Sonics, die ich schon gezeigt hatte. Diese Grafik pracht. Jetzt geh doch mal in die andere Richtung, Alter. Wir können zwar ein bisschen mitbestimmen, aber ihr kennt das vom Flipper, ne? Gerade wenn man das Spiel, irgendein Flipper-Spiel, ne? Gerade wenn man irgendwo hin will, kommt man niemals hin, wohin man möchte. Jetzt aber! Jawohl! Da haben wir den Chaos Emerald. Ihr seht's. Da müssen wir jetzt hingelangen. Irgendwie. Wir müssen aber erstmal weiter. Und zwar, indem wir in die Röhre reinkommen. Da waren eben noch Stöpsel drauf. Aber ich muss sagen, die Versionen für Sega Game Gear und Master System, die sind natürlich dementsprechend 8-Bit-mäßig und grafisch und soundtechnisch viel schwächer. Aber im Gegensatz zu den Sonic Jump'n'Runs sehr simpel umgesetzt. Also wirklich einfach nur Geld, Geld, Geld. Irgendwie Geld machen. So, jetzt sind wir drin. Und ein Stückchen weiter. Nix fertig. Zählt immer noch zum ersten Level, also keine Angst. So schlimm ist der Umfang dann auch wieder nicht. Den erstmal weg und jetzt... Ja. Hier gibt es in der Tat zwei Wege. Also entweder gehen wir da oben lang oder immer durch die Röhre. Ich denke, wir werden beides mal sehen. Und unten ist jetzt Säure. Noch ein Ticken gefährlicher. Jetzt sind wir das erste Mal hier. Ich glaube, nach dreimal kommen wir hoch. Ja, das ist schon enttäuschend. Also, wer sich damals gedacht hat, wow, neues Sonic-Spiel, wow. Also, vor allen Dingen wir, ne? Also, das Cover von Sonic Spinball lässt nicht wirklich darauf schließen, dass es sich um einen Pinball handelt. Da ist einfach Sonic und ziemlich cool, Artwork und so. Aber nicht wirklich... Ihr habt jetzt rechts gesehen, ja, zack, ihr seht's rechts. Da sind diese Kanister. Und da müssen wir halt dreimal in die Röhre oder halt hier lang. Geht beides. Ey! Was soll's? Da kommen wir ruckzuck wieder hoch, hoffe ich doch mal. Und ich tue wieder irgendwas verändern. Ah, ja, das wird noch wichtig. Das war sehr gut, dass wir den Hebel da aktiviert haben. Meine Herren! Ihr habt's gesehen, da unten Säure, das ist wirklich nicht gesund. Da kommen dann einsame Igelknochen dabei heraus. Naja, oder diese Sterbeanimation.
Ja, und ihr habt vielleicht das Gefühl, das Spiel ist nicht der Oberburner. Da habt ihr recht. Selbst ich als Sonic-Liebhaber muss sagen, no. Wie gesagt, ich war als Kind sehr, sehr enttäuscht, weil ich gedacht habe, hier, wow, endlich neues Sonic. Pustekuchen. Ja, und alles nochmal von vorne jetzt, ne? Ist nicht so, dass wir jetzt schon viel erreicht hätten. Aber trotzdem tue ich mich hier doch ein bisschen schwerer noch. Ja, und die Version für Game Gear und Master System muss ich nicht zeigen. Die sind halt wirklich nahezu identisch damit, nur grafisch schwächer. Das gilt übrigens für alle anderen Billigableger, zum Beispiel Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, kam ebenfalls 1993 raus. Und behandelt halt. Lass mich doch mal da hoch. Das ist halt sowas. Wow! Tetris-mäßiges. Können wir auch hier bleiben und jetzt kämpfen! The Buttons? Great Escape. Er wird noch gleich springen können. Ups! Dramatik. Ja, und ihr merkt schon, das Spiel hätte man getrost mit anderen Charakteren machen können. Aber wenn man hier unbekannte Charaktere eingesetzt hätte, natürlich hätte es niemand gekauft. Auf der linken Seite waren wir schon. Jetzt ist wieder alles umgekehrt. Ja, und zu diesem Spiel lohnt sich kein Let's Play, zumal es eh super uninteressant werden würde. Es sind vier Level. Ich habe den zweiten schon mal richtig erreicht. Die anderen habe ich mir halt mal angeguckt per Levelauswahl. Später wird es noch mal bahnbrechend schwer. Wo bin ich denn jetzt? Ich finde, es wird sogar zu schwer, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Auch jetzt ist eigentlich schon der Ofen aus langsam, weil es einfach nur auf den Keks geht. Also absolut schlimm machen wollen wir es nicht, sondern richtig objektiv bewerten. Objektiv? Subjektiv? Objektiv. So. Ab durch die Röhren. Mario wäre stolz auf dich. Na, also geht doch. Sind wir schon ein Stückchen weiter? Bleibt am Ball, liebe Freunde, vielleicht gehen wir jetzt den anderen Weg. Aber ich glaube nicht, dass das einfacher ist, durch die Röhre da dreimal. So, erstmal die Gegner aus dem Weg räumen. Ah, der Hebel, der ist, glaube ich, wichtig. Da kommt nämlich so eine Kartfahrt, wie ihr seht. Ah, bloß nicht in die Säure. Weil ihr seht's, damit. Ich hab gecheatet! Ich hab. Nein! Nein! Sollte man da schon? Ich habe nicht gecheatet, sondern ich habe einen Spielfehler ausgenutzt. Sollte man da schon so hin? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier mal. Ja, jetzt die Tür noch zu. Ich bin da wirklich irgendwie so schnell dran gekommen, dass ich durch war. Und ich habe nichts Besseres zu tun als. Ja, man muss dreimal hingehen. Wie krass. Verbuggt. Glitch-using nennt sich das. Und ich bin so ein Dödel und gehe wieder zurück. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite alles frei. Da können wir halt da lang gehen. Macht keinen Unterschied. Na? Zack. Ja, dann gehen wir halt hier lang. Ist okay. Haben wir beide Wege mal gesehen. So, und jetzt da rein. Nicht wie vorhin. Und jetzt kommt die Kartfahrt. Lore. Links und rechts. Links, Hänger und Sonic. Und da haben wir aufgemacht. Jetzt kommen wir weiter nach unten und kommen. Was zur Hölle? Emerald Power. Da haben wir einen. Sind aber wieder ganz am Anfang. Das ist ja. Da freue ich mich aber. Ja, und ups. Wir müssen natürlich alle Emerald sammeln und dann kommt irgendwie Robotnik und den müssen wir dann auch 100 mal andotzen. Ja, es gibt gut. Wow, jetzt sind wir ganz woanders. Es gibt gute und schlechte Sonic-Spiele, zweifelsohne. Pinball-Spiele, wollte ich sagen. Was zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, ist Pokémon Pinball. Das macht vergleichsweise echt Spaß. Gut. Das wurde auch ein paar Jahre später veröffentlicht, aber es ist nun mal so. Es kam auch später von den Game Advance noch ein Sonic Pinball raus, es nannte sich Sonic Pinball Party, aber Schande über mein Haupt, ich habe es nie gespielt. Dafür das hier. Ich glaube, das für Game Advance ist besser. Aber es hat sich keiner für interessiert. Warum auch? Aber auf Collections wie der Sonic Mega Collection ist dieses Spiel auch vorhanden.
weiß der Geier warum. Und auch auf den Online-Diensten, also hier Virtual Console. Macht auf. Jawohl, jetzt haben wir auch den anderen Weg freigelegt. Das sieht gut aus. Vielleicht schaffen wir es, den ersten Level zu bewerkstelligen. Wie gesagt, es gibt nur 4 Level, aber die reichen vollkommen aus. Lol. So, bloß nicht in die Krütze fallen, weil dann habe ich echt die Schnauze voll. Man kann auch Sonic so ein bisschen bewegen. Das sei mal dazu gesagt. Und Eps. Ach, Kinders. Nichts klappt so, wie ich will. Entweder oben lang oder direkt durch die Röhre. Und hier nochmal lang und bitte auf der richtigen Seite. Jawohl. Dann halt so. Beides freigelegt. Hurra. So. Upsa. Und. Hä? Okay, ich muss. Okay, die andere Taste. Logisch. Da können wir jetzt auch den anderen Weg gehen und sollten das dann schon haben, oder? Ich meine. Oder wo geht's noch lang? Ja, aber wie komme ich denn in die Mitte dran? Ja, jetzt bin ich auf der Seite. Klasse. Und wo muss ich jetzt hin? Ha! Den in der Mitte haben wir ja freigelegt. Aber wie kommen wir da hin? Vielleicht einfach nur mal versuchen, nochmal zur Lore zu gelangen. Was anderes fällt mir eh nicht ein. Und wie gesagt, den zweiten Level dann habe ich aufgegeben oder keine Lust mehr gehabt. Vielleicht war ich zu schlecht, aber ich wollte auch nicht wirklich Skill entwickeln hier. Weil das Spiel ist. Ja. Solide. Ich glaube, es gibt immer 3 Emeralds pro Level. Irgend sowas. Ach, du Kind, ey. Keine Ahnung, was für Geräusche und was sie bewirken und was das überhaupt soll. Aber hey, Geräusche. Und ja, was ich nochmal anmerken wollte. Ah, das wollte ich schon ganz am Anfang sagen. Egal. Alle 4 Game-Tests. Jeder 4. Game-Test ist ein Sonic-Spiel. Also, oh, es gibt so viele Sonic-Spiele, die man noch zeigen kann. Trash und auch mal gutes Zeug. Spin-Offs und, und. Und deswegen finde ich es eigentlich eine gute Sache. Viele Sonic-Spiele, die ich niemals Let's Playen würde, dazu gehört dieses. Achtung, jetzt. Was jetzt? Ah, jetzt fallen wir durch die Mitte direkt hin. All Emeralds. The Boss Room is open. Was mach ich denn hier, bitteschön? Ich will zum Boss Room. Mhm. Werden wir schon irgendwie finden. Aber ich hatte recht. Grafik und Sound bewerten wir dann jetzt gleich. Ich will mal versuchen, irgendwie hier den Level zu schaffen. Die Gegner sind im Weg. Wenn ich hier jetzt sterbe und alles nochmal machen muss. Warum? Game over. Warum geht dieses Fass links und nach links und nach rechts? So. Ah, mir ist zu laut. Hör auf. Ah, das ist voll übertrieben. Ja, spitze. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war's, ja. Klar, Loser. Pff, nächster. Guckt euch das an. Also ich glaube nicht, dass jemand, der das Spiel noch nie gespielt hat, irgendjemand von euch vielleicht, und das zum ersten Mal zockt, dass er das besser kann. Aber wie gesagt, wir haben ja schon fast das erste Level gehabt. Von 4. Da hätten wir schon ein Viertel des Spiels durch. Alles nochmal zu machen wäre langweilig, deswegen komme ich jetzt zu den Wertungen. Oh, es tut mir leid. Ganz so abrasieren will ich das Spiel natürlich nicht. Kommen wir mal zur Grafik. Und da müssen wir das natürlich einordnen nach dem 16-Bit-Standard. Das heißt, vergleichen mit anderen Mega Drive oder auch Super Nintendo-Spielen. Und die Grafik an sich, die kann sich eigentlich sehen lassen. Die ist ja nicht schlimm. Sonic sieht ein bisschen doof aus und lässt sich auch in den wenigen... Boah! In den wenigen Passagen, die er hat, wo er normal zu steuern ist, ein bisschen crazy steuern. Aber das hat ja mit der Grafik nichts zu tun, lol. Aber die Grafik, ja, das ist schon, also noch mehr überladen. Ja, hallo. Deswegen über die Grafik kann man nicht viel motzen. Natürlich gibt es Schöneres. Aber das war schon recht okay hier. Für 1993 war das eigentlich gute Grafik. Aber da wir die ganze Konsolengeneration beeinflussen, ich kriege hier gar nichts zustande.
werde ich das wie folgt bewerten. Puh, jetzt muss ich mal nachdenken. Es wäre auch cool zu wissen, wie viele Prozent damals Sonic 1 bekam. Aber gut. Ich glaube, Grafik können wir 80% geben. Das sieht auch hier so mit dem Gift und so. Rein von der Grafik. Die großen Effekte fehlen. Aber grafisch ist es okay. Deswegen 80% für die Grafik. Sieht doch sehr rund und bunt aus. Kommen wir zu dem Sound. Er existiert. Es ist eine Musik vorhanden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es düdelt. Es ist eine Endlosschleife. Klar, natürlich. Aber immer dasselbe und es nervt. Und in den Menüs und so, wenn eine Musikfile kommt, da haben wir uns damals als Kinder auch erschrocken. Ja, nach dem Motto, ist der Krieg wieder da oder was? Nee, ernsthaft, das war nicht schön. Da glitsch ich mich da durch die eine Stelle durch, ey, und geh zurück. Das muss man auch erstmal hinbekommen, so wie ich. Ja, wir müssten jetzt nochmal die Hebel betätigen, wenn wir irgendwie da drankommen und dann mit der Lore. Das haben wir eben eigentlich perfekt gemacht. Bis zu jenem Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, wo der Boss Room ist. Aber ist auch wurscht. Ich stöhne jetzt hier nur noch ein bisschen rum. Ja, die Musik ist leider nicht so. Der Kracher. Soundeffekte sind Standard. Die Musik. Dauerschleife. Ist okay. Ist okay. Trotzdem nur 67% für den Sound. Und jetzt machen wir das Tor auf. Zu guter Letzt den Spielspaß. Nun, wenn sich die Sonic 2D-Serie um die 80%, irgendwas mit 80 bewegt haben, kann sich da Sonic Spinball leider nicht anschließen, um Gottes Namen. Tut mir leid. Nehmt es als Lob für die richtigen Sonic-Spiele. So, Achtung, Lore, 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 aber wahrscheinlich bin ich erstens mal zu doof dafür. Und zweitens mal wüsste ich gar nicht mehr genau, welchen Weg ich gehen sollte. Lass mich doch dahin. So. Pass auf. Pass auf. Und werde ich den richtigen Weg gehen? Ich glaube, so, ja, ja, okay. So gehen wir richtig. Wir müssen halt auf die andere Seite. Und. Haben wir ja alle schon geschafft gehabt. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal packen. Wenn doch, dann probiere ich es halt nochmal, aber das ist wirklich, das raubt meine Nerven irgendwie. Gift für meine Nerven. Lass mich doch dahin. Und deswegen kriegt es nur eine Spielspaßwertung von 64%. I'm sorry. Wirklich ein bisschen wenig, aber ich fühle mich nicht gut unterhalten. Auch wenn man sich da wahrscheinlich damals gedacht hat, yay, neues Sonic-Spiel und so. Aber reinen Spielspaß schon wieder durchgeglitscht. Das bringt mir aber nichts, da ich den Hebel betätigen muss vorher, ne? Ich muss den Hebel betätigen. Oh, fast wieder hoch. Wegen dem Gegner. Ich muss, wie komme ich denn da hinten an den Hebel, warte? So, richtig. Ja gut, Leute, dann probier's nochmal, solange wir nicht sterben. Und wieder durchglitscht. Ja, soll mir recht sein. Gut, dann gehen wir den anderen Weg. Stell euch vor, wir entscheiden uns hier falsch. Dann müssen wir nochmal und nochmal und nochmal das Ganze machen. Also ich wiederhole mich nochmal. 64% für den Spielspaß. Ist ja immer noch überdurchschnittlich. Also wenn man den Durchschnitt 50% ist die Mitte, die sich zwischen gut und schlecht. Zölle! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich denke, warum bin ich weg? Wo ist mein Hauptcharakter? Wir müssen jetzt nochmal hoch. Am besten klitschen wir nochmal durch. Oh mein Gott, pass ein bisschen auf, ey. Pass ein bisschen auf, Mann. Es gibt natürlich alles Punkte und die Punktzahl ist am Ende entscheidend oder was weiß ich. Hipsa. Ja, toll, wieder Hebel betätigt. Wenn er nicht schon betätigt worden wäre. Achtung. Boah. Zack. Barrel. Du Barrel. Toll, zweimal durchgeklitscht und jetzt mal das erste Mal regulär. Oh nein. Boah.
Hab schon gemerkt, da bin ich ein bisschen doof eben gefallen. Gehen wir doch direkt hier durch. Zeitlimit gibt's keins? Nein, 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 nein. Oh, mach doch mal locker. Okay, so, da haben wir den Emerald. Dann öffnet sich das Boss-Tor und wir sind wieder so weit wie vorher. Sehr gut. Müssen wir jetzt halt mal zusehen, dass wir irgendwie zum Boss kommen. Also sind wir doch nochmal so weit gekommen. Oh, jetzt bewegen sich diese blöden Dinge andauernd. Habe ich noch eine Chance? Habe ich noch ein Leben? Kann ich wieder da anfangen oder nicht? Ich kann wieder da anfangen, aber ist wieder alles zu. Wenn wieder alles zu ist, dann könnte ich vergessen. Nee, ist alles auf. Ja, die bewegen sich auch wieder, die Dinger. Also bloß einfach nicht runterfallen, das wäre einfach das Beste. Oh. Na komm, und jetzt? Richtig? Ach, die sind wieder da. Verdammt. Aber die Chaos Emeralds, sind die noch eingesammelt, oder? Das gilt es jetzt herauszufinden. Da sich die komischen Fässer da bewegen in der Säure, würde ich schon tippen, dass die... Nee. Da ich den Hebel aufmachen muss. Hä? Wie kann ich den jetzt kontrollieren? Vergiss es. Es scheint also alles wieder zu sein und das ist, glaube ich, ein weiterer Beweis dafür, warum es nicht sehr viele Punkte sammeln konnte bei mir. Es ist einfach ein bisschen unfair, zu frustrierend. Wenn ihr anderer Meinung seid, ob das Spiel besser oder schlechter ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ich respektiere jede Meinung, so wie ihr meine, oder? Ich versuche jetzt trotzdem nochmal dahin zu kommen. Irgendwie. So, diesmal ohne Gegner da oben. Ein bisschen der Ehrgeiz hat mich schon gepackt, aber ich will nur wissen, ob ich noch irgendwas machen muss. Wo soll denn dieser verdammte Bossraum sein? Mal gucken. Mein letztes Mal probiere ich es noch. Ich meine, wir haben ja noch ein Leben. Das ist mein letztes Leben anscheinend. Boom. Hauptsache, wir kommen irgendwie nach oben. So. Das war der zweite Streich. Der dritte folgt jetzt. Clean up complete. Wow, wie ich das mache hier. Voll die Kombo raus. Voll das Gefühl drin. So, jetzt mal gucken, ob was anderes kommt als Lorenfahrt. Ja. Oh, jetzt kommt der Boss. Sensationell. Ich wollte gerade sagen. Wo bist denn, Robotnik? Wie siehst du aus? Ah. So, hier tun wir weh. Ach, 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 ach. Sehr gut. Ja, ist ja nur ein Roboter. Ah. Da haben wir ihn schon ganz schön zugesetzt. Ah. Ah. Na gut, dann bin ich froh, dass wir das noch zeigen konnten. Und dann werfen wir noch einen Blick in den zweiten Level, wenn wir ihn besiegen können. Noch ist nicht geschehen. Wow! Zack, zack, zack. Okay, immer auf dem Buckel. Immer auf dem Buckel. Du bist danach auch mit Voltaren eingerieben, keine Angst. Ja! Das war's! Level completed! Also haben wir doch noch den ersten der vier Level gepackt. Zwar der einfachste Level, aber ihr habt schon gemerkt, wie das enden kann. Yay! Zwischensequenz. Nee. Einfach nur weggeflogen. Voller Freude. Oh, Bonus-Level. Wie stelle ich das denn an? Freedom. Ball 1. Ready? Go. Ja, das war ja fantastisch. Wie hätte ich denn das machen sollen bei dem ersten Ball? Mal ernsthaft? Mal einfach nur nach vorne. Fertig aus. Bam! Jawohl, jetzt geht's gut ab. Und
Level. Ja, das muss man auch mal positiv anmerken, aber ich bleibe bei meiner Wertung. Zumal das hier auch nicht viel mehr ist. Was wenigstens ein echter Pinball. Ja. Na komm schon. Warum ist er eigentlich... Oh, verdammt. Eigentlich so hohl und macht er extra mitten im Weg rum. Kein Wunder, dass er angeknallt wird. So, und... Hips! Verlassen. Verdammt, ey. Komm schon! Ja, oder auch nicht. Ja. Sensationelle 10 spielen sich ab. Zack! Ja! Na also, Tails haben wir. Knuckles gab es damals noch nicht. Da kamen wir erst mit Sonic 3. Oh, boom. Und jetzt? Och, treff doch den letzten da hinten, Mann. Kann man nicht irgendwie Rumble machen? Tilt? Oh. Ah, so gut wie. Wenn ich das nicht mehr schaffe, ärgere ich mich. Ja? Nur ein Treffer. Noch mehrere. Okay. Zack. Oh, ein Affe. Und jetzt? Robotnik-Sieg. Hey, gut geklappt. Das Spiel will bei mir nochmal Pluspunkte sammeln. So, das ist das zweite Level. Ihr merkt schon, ein bisschen innovativer. Aber gut, jetzt haben wir uns schon fast eine... Oh, Lava. Wie schön. Keine Rettungschance. Schon fast. Ach, jetzt ist Game Over. Hallo, mach die Musik mal leiser. Ja, das war ein kurzes Vergnügen im zweiten Level. So habe ich mir das vorgestellt. Also, wie gesagt, Spielspaßwertung 64%. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und nach 4 Games-Tests gibt wieder ein neues Sonic, was wir dann uns anschauen werden gemeinsam. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.